Vor einigen Tagen gab es bei 18 Karat einen SEK-Einsatz in seiner Wohnung und gestern Abend meldete sich 18 Karat erstmals nach diesem Einsatz wieder zu Wort. Der Maskenrapper, der für gewöhnlich sein Privatleben bedeckt hielt, ging einen ungewöhnlichen Schritt und zeigte auf Instagram einiges von seinem Privatleben. Leider sah sich aber zu einem sehr traurigen Anlass zu diesem Post gezwungen. Der Dortmunder Rapper erklärte, dass nicht nur seine, sondern auch die Wohnung seiner Mutter vom SEK gestürmt worden war. Laut 18 Karat nahmen die SEK-Beamten keinerlei Rücksicht. Verletzten sie während ihres Einsatzes schwer. Nach seinem Posting ging auch ein Bericht der Bild-Zeitung online, in dem 18 Karat begleitet wurde. Ein Foto in dem Posting zeigt 18 Karat ohne Maske bei seiner Anwältin, die Strafanzeige gestellt hat wegen eben diesen Verletzungen. In dem Artikel sind zwei schockierende Bilder zu sehen, in denen die Verletzungen deutlich werden. Ein Bild zeigt die Frau in ihrem Krankenbett, in dem sie nun seit einer Woche liegen muss. Das andere zeigt eine Narbe, genäht mit 11 Stichen. 18 Karat protestiert seit gestern mit dem Hashtag gegen Polizeigewalt für diese und ähnliche Vorfälle. Seine Fans ruf er dazu auf, es ihm gleich zu tun. Die Polizei erklärte bis jetzt lediglich, dass die Mutter des Rappers im Flur zu Fall gekommen sei und bekennt bis jetzt noch keine Schuld an. Was meint ihr zu diesem Vorfall? Schreibt uns eure Meinung unten in die Kommentare. Ansonsten haben wir noch weitere News und Videos, die ihr gerne abchecken könnt. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.